1948 bis 1952, vier ganze Jahre. Zuerst nach Limnos deportiert, dann zu einem Verbannungslager nach Makronischos, einer kahlen, wasserlosen Insel. Darum hieß es, wenn ich bald mehr, es gibt kein Wasser. Und da gab es tatsächlich kein Wasser auf Makronischos. Das ist eine Insel in der Nähe der Adriatischen Küste, in die Gegend des Christen.